Hallo und ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist so schön, dass du wieder zu mir gefunden hast. Mein Name ist Monika. Ja, ganz herzlich willkommen, meine lieben Könige des Wassers, meine lieben Krebs-Gentlemen. Ich habe hier euch stellvertretend bei mir und diese schöne Abbildung stammt aus dem Kartenset Universelle Botschaften von Lailas Auge. Und ich lege euch gleich mal hier zu mir hin. Genau, da habe ich noch vergessen, einen Weihrauchkegel hinzustellen. Kleinen Moment. Kleinen Moment. So. Genau, bevor ich mit der Legung beginne, verwöhne ich mich noch mit einer wunderbaren Weihrauchcreme. Das Gute aus dem Inntal, meine Lieben. Eine tolle Hautpflege, aber Weihrauch wirkt also sehr heilkräftig bei rheumatischen Schmerzen, Gelenkschmerzen, Hexenschuss. Weihrauch wirkt entzündungshemmend im und am Körper. Ja? Man kann Weihrauch auch als Globuli einnehmen zum Beispiel. Das geht auch innerlich. Ne? Also, vielleicht wollt ihr sie mal probieren, die Creme. Genau. So, jetzt schaue ich mal mit den Kartenset verdeckte Dynamiken und Schätze im Familiensystem. Und zwar möchte ich mal sehen, gibt es ein Thema bei euch in der Familie, das euch bewusst ist und wo ihr immer das Gefühl habt, ihr kommt im Leben nicht so richtig voran? Oder es gibt ein Thema, von dem ihr gar nichts wisst. Dann können wir mal sehen, was das hier sein könnte. Schauen wir mit den Karten. Schauen wir mal, ob sich da was zeigen mag. Ein Thema für euch, meine lieben Krebs-Gentlemen. Das. Ui. Ihr habt hier ein wichtiges Thema, und zwar das Thema, hoppala, das Thema der Ungerechtigkeit, schaut mal. Das Thema der Ungerechtigkeit. Ja, da ist es so, hier auf dieser Waage sozusagen ist einer höher als der andere, ja? Und hier, ich schau mal, ich habe mir nämlich ein paar Notizen gemacht, nicht, dass ich was Wesentliches vergesse. Genau. Ah ja, jetzt, genau. Ich brauchte jetzt nur so ein Stichwort. Entschuldigung. Es kann sein, dass du ganz stark reagierst, wenn es um das Thema Gerechtigkeit geht, ja? Hast du einen ausgesprochenen Gerechtigkeitssinn, mein lieber Krebs-Gentleman, ja? Genauso wie hier, ja, diese rote Zipfelmütze, die hier oben ist, kann ja lachen, aber die, die hier weiter unten ist, lacht einfach nicht mehr, ja. Genau, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass es im Familiensystem, also bei den Ahnen, schon ein Thema gab, wo es um starke Ungerechtigkeit ging, ja. Und es kann natürlich irgendeine wesentliche Verletzung gewesen sein, ein Trauma auch, das eine Ungerechtigkeit hervorgerufen hat, ja. Das Problem ist, wenn wir uns auch ungerecht behandelt vorkommen, ist, dass wir oftmals dann uns in einer Opferrolle befinden und damit die Macht abgeben, ja? Und deswegen ist es einfach wichtig, dass wir eine Opferrolle, also dieses unzufriedene Gesicht sozusagen überwinden, ja? Überwinden, um wieder in die Macht, in unsere eigene Macht zu kommen, ja, und einfach versuchen, also unsere Sicht auf die Dinge zu verändern, ja,
Und jetzt schauen wir mal, was können wir noch tun zum Thema der Ungerechtigkeit? Wie können wir das in Abheilung bringen? Wie können wir das abheilen, dieses Thema, das euch so mitnimmt sozusagen, ja, wenn ihr so ein ganz ausgeprägtes Gerechtigkeitsstreben habt, ja, spricht das häufig dafür, dass ihr auch da entweder mit jemandem aus der Familie verstrickt seid, sozusagen dessen Schicksal übernehmt, oder ihr selbst Ungerechtigkeit empfindet. So, ich ziehe jetzt eine Karte. Schauen wir mal. Die euch aber immer in diesen Status des Opfers halt bringt. Ja, und dann bekommen wir wieder die wunderbare Nachricht: Loslassen. Ja, klar. Diese Rolle, dass ihr, also im Prinzip die Opferrolle, na, dadurch, dass ihr euch vielleicht ungerecht behandelt vorkommt, loslasst, dadurch könnt ihr wieder in eure eigene Kraft kommen, ja? Klar, loslassen, das klingt immer so einfach. Ich sage, es gibt ja auch ein Buch, Loslassen als Lebenshilfe, ja? Aber es ist tatsächlich so, ja? Loslassen geht nicht von jetzt auf gleich, aber es ist ein Prozess, auf den man sich einlassen kann, meine lieben Krebs, Gentlemen, ja? Jetzt schaue ich mal, welche Pflanze kann euch dabei helfen, loszulassen, damit ihr einfach weitergehen könnt und euch auch nicht immer für alles zuständig fühlt, ja? Hoppala, Dankeschön. Das Duftveilchen Viola odorata, die liebliche, wie schön, schaut mal, die liebliche ist für euch gekommen. Schaut mal, Verletzungen sind ein Teil des Lebens. Manche bleibenden Narben, ob seelisch oder körperlich, bestimmen unser Leben, wenn sie zu sehr im Vordergrund stehen, wie zum Beispiel das Thema mit der Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit. Der Name Viola bedeutet die Verletzte. Ja. Damit zeigt dir das Veilchen den Weg deiner Heilung und des Neubeginns. Wie wunderschön, meine Lieben. Das ist doch eine wunderschöne Botschaft für euch. Das Duftveilchen Viola odorata, ja, bringt euch einen Neubeginn in Sachen Gerechtigkeit bzw. Ungerechtigkeit, meine Lieben. Sehr schön. Jetzt schaue ich euch noch um ein Heilungssymbol. Welches Heilungssymbol ist hier das? Oh, Wiedererlangung der weiblichen Kraft. Interessant. Wiedererlangung der weiblichen Kraft. Ich meine, Moment, Moment, ich muss schnell den Akku anstecken. Moment, Moment, Moment. So jetzt. Yes. Oh Mann. So, jetzt geht's weiter. Entschuldigung. Ihr habt hier dieses wunderbare Symbol Wiedererlangung der weiblichen Kraft. Und ich meine, in jedem Mann steckt ja auch die weibliche Energie, ja, in jedem Mann, ja. Wir haben weibliche und männliche Anteile, ja. Und bei den Männern überwiegen halt die männlichen Anteile, ja. Aber genau, vielleicht gerade in Sachen Gerechtigkeit, Ungerechtigkeit dürft ihr dann eher in die weibliche Energie kommen, ja. Und vielleicht in die liebliche, weibliche Kraft kommen, ja. Um euch leichter zu versöhnen mit euch selber und mit den Themen, ja? Vielleicht ist das hier ganz wichtig für euch. Ich lege das jetzt mal hier auf euch drauf, meine Lieben.
Krebs, Gentleman und das schöne blaue Herz, denn ihr seid ja die Könige der Kelche im Tarot, also des Wassers. Und ich zünde für euch auch diesen Weihrauchkegel an. Dann wird dieses Thema hier gelöst und in Heilung gebracht. Ja, der Weihrauch wirkt reinigend und schützend auch. Ja, und dann ziehe ich euch noch eine kleine Dosis glücklich sein, meine Lieben. Schauen wir mal, welches Kärtchen mag sich für euch zeigen, meine lieben Krebsherren. Be your own kind of beautiful. Ja, genau. Schaut mal. Schaut mal. Jede Blume ist einzigartig schön. Und ihr auch, ja? Seid einfach eure eigene Schönheit. Entwickelt eure eigene Schönheit. Be your own kind of beautiful. Wie schön, meine lieben Herren. Ich hole euch nochmal hervor. Schaut mal, wie die macht es, wie die Blumen blüht und seid einfach steht da und seid schön in eurer Schönheit und genau, vielleicht könnt ihr euch dann besser oder könnt ihr besser loslassen, wenn es um starke Ungerechtigkeiten geht, ja, dass ihr das einfach mal ausprobiert, euch dann mal zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich muss mich ja nicht überall einsetzen, sonst komme ich ja in die totale Überforderung, meine Lieben, ja. Ja, jetzt hoffe ich, dass ich euch etwas Sinnhaftes mit auf den Weg geben konnte. Ich freue mich natürlich über einen Daumen hoch und freue mich, wenn ihr mir ein Abo schenkt. Vielen Dank und freue mich über Kommentare und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, meine Lieben. Macht es gut und Servus.